Dankeschön. Ja, also ich habe 30 Minuten, um euch ein paar Waschbecken zu zeigen. Ich war jetzt im Baumarkt, ich habe ein paar Sachen abfotografiert. Die schauen wir uns jetzt eine halbe Stunde an. Nein, ein Scherz. Ja, in der Tat, ich muss sagen, mir ging es auch ein bisschen so. Das Waschbecken, was erzählt man darüber? Aber ich sag's euch, das wird eine richtig coole Sache. Und ich habe das Privileg, wenn ich Predigten schreiben muss, dann muss ich mich intensiv damit auseinandersetzen, mit dem, was da in der Bibel steht, und darf dann meine Aha-Erlebnisse haben. Und da möchte ich euch heute eins, auf jeden Fall mindestens eins, mitgeben. Stiftshütte, das heilige Zelt, Stiftshütte, ein Konzept Gottes quasi, wo er gesagt hat, hey, ich möchte den Menschen begegnen, möchte meinem Volk begegnen, ist voll mit Symboliken, die auf Jesus hinweisen. Du musst immer wissen, wenn du Stiftshütte anschaust, dass es von Anfang an klar war, dass Jesus auf diese Welt kommt, noch bevor es diese Stiftshütte gab. Das war klar, kannst du nachlesen im Genesis. Und dass Gott hergeht und sagt, ich möchte meinem Volk Dinge erklären, und deswegen benutze ich Materialien und Stoffe und Sachen, die aus ihrer Lebenswelt sind. Ja, wie dieses Zelt, ein Brandopferaltar. Wenn du das letzte Mal nicht da warst, wir haben letztes Mal so ein Video geschaut, das schauen wir uns jetzt noch kurz an, wo wir einfach mal durch die Stiftshütte gefilmt werden. Am Anfang hast du diesen vierfachen Vorhang, die ganze Stiftshütte ist umrundet mit diesen weißen Leinen. Die Bedeutung haben wir letztes Mal angeschaut, mit so 2,50 Meter hohen Pfosten. Du hast diesen Brandopferaltar, den haben wir uns letztes Mal angeschaut. Was passiert da? Und wo eigentlich ein riesen Business eigentlich auch war. Und jetzt kommst du weiter, und jetzt ist dieses Waschbecken, was wir uns heute genau anschauen, wo die Priester Dienst gemacht haben, und jetzt gehen sie auf dieses heilige Zelt zu, wo, wenn du reinkommst, ein Potpourri voller Symboliken findest. Du siehst diesen Schaubrot, Altar, du hast einen Räucheraltar, du hast die Menora, die Schaubrote, und alles deutet auf Christus hin. Das schauen wir uns eben an, das ist diese Serie, alles deutet irgendwie auf Christus hin, hier der Priester auch mit ganz vielen Symboliken an sich, und dann der trennende Vorhang zum Allerheiligsten, das ist der Räucheraltar, der Allerheiligste, wo du die Bundeslade hast, auch ein ganz besonderes Teil. Bundeslade, viele Mythen gibt es darum, was ist da drin, was ist das Wichtige, der Deckel, wo irgendwie zwei Engel sich so die Flügel halten und so, das schauen wir uns alles an, das Allerheiligste. Und genau, und heute, wie gesagt, das Waschbecken. Und weil ich euch alle abholen will und mitnehmen will, habe ich mir gedacht, wir müssen bei uns im Leben anfangen. Eben, das Waschbecken ist nicht so schwer, den Bezug zu unserem Leben herzukriegen oder herzustellen. Es gibt Notwendigkeiten in unserem Leben, würde ich mal sagen, wo du dich waschen musst. Und interessant ist, dass jeder von uns Rituale auch hat, was das Waschen angeht, ja, ob du die Kälte und Wärme beim Duschen so mit dem Finger oder mit dem Fuß oder so, du machst das wahrscheinlich immer gleich, musst du dich mal selbst beobachten. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch mal ein paar Bilder aus meiner Welt mit zeigen, die mit dem Waschen und auch mit einer gewissen Notwendigkeit zu tun hat, einfach damit wir sehen, worum es geht, weil es geht wirklich bei diesem Waschbecken um Schmutz. Also wir schauen es uns mal an, ein paar Bildchen. So, ja, waschen, es ist notwendig, wir müssen, ich habe noch eins dabei, genau, das sind Dinge, da haben wir als Eltern total Lust drauf, wenn sowas passiert. Also waschen ist wichtig und notwendig, und wir haben Waschrituale. Und ich könnte euch jetzt fragen, zum Beispiel, wer von euch duscht warm? Alle mal melden. So, wer von euch duscht kalt? So, jetzt haben sich ein Haufen Leute nicht gemeldet. Heißt das, also, ne? So, also, waschen ist eine Sache, und jetzt müssen wir aber schauen, was hat das denn mit dieser Stiftshütte zu tun? Was hat das mit Jesus zu tun? Und wir gehen mal rein in 2. Mose, lesen uns das mal durch. Da wird es nämlich beschrieben, dieses Waschbecken, da heißt es, weiter sagte der Herr zu Mose, lass ein Waschbecken aus Bronze anfertigen
und auf einen bronzenen Untersatz zwischen dem heiligen Zelt und dem Brandopferaltar aufstellen. Okay, das haben wir gesehen in diesem Video. Fülle es mit Wasser, damit Aaron und seine Söhne sich die Hände und Füße waschen können. Warum Aaron und seine Söhne? Warum nicht die anderen? Also Aaron und seine Söhne, Aaron war Levit, die Nachkommen Levis, das sind die, die den Priesterdienst gemacht haben. Also alle Nachkommen Aarons sind in diesem Priestergeschlecht und haben da quasi gearbeitet. Okay, damit sie sich die Hände und Füße waschen können, wenn sie ins heilige Zelt gehen oder an den Altar treten, um ein Opfer darauf zu verbrennen. Wenn sie das unterlassen, müssen sie sterben. Ich weiß nicht, ob du, wenn du Kinder hast, deinen Kindern gesagt hast, wenn du deine Hände vorm Essen nicht wäschst, musst du sterben. Ist heftig. Also hier ist was ganz Ernstes anscheinend drin. Gott meint hier etwas extrem ernst. Genau. Also bevor der Priester irgendetwas gemacht hat, musste er sich waschen. Das heißt, bevor er am Eingang des das Opfertier in Empfang genommen hat, die Sünde übertragen hat und so weiter, musste er sich waschen. Dann hat er das Tier verbrannt und dann wurde die Asche vor der Stiftshütte einfach in die Luft geworfen, im Sinne, das ist das Zeichen, hey, die Schuld ist weg. Und dann hat er sich wieder die Hände gewaschen. Da würden wir sagen, das verstehen wir, weil du machst dich bestimmt bei so einem Opfern und so weiter, machst dir bestimmt die Hände schmutzig, dass du dich da waschen musst. Wenn der Priester ins Allerheiligste gehen wollte, in dieses Zelt, wo die Bundeslade drin stand, musste er sich waschen. Hände und Füße. Die Tatsache, dass Gott sagt, hey, wer das nicht tut, der muss sterben, stellt was ganz Wichtiges heraus. Nämlich, dass es zwei Dinge gibt, die nicht zusammenpassen. Einen schuldigen Menschen und einen heiligen Gott. Die passen nicht zusammen. Und es ist keine Bestrafung, so im Sinne von so, wenn du das doch wagst, dann bestrafe ich dich und du stirbst, sondern es funktioniert einfach nicht. Wenn ein schuldiger Mensch Gott begegnet, das hält der Mensch nicht aus, er vergeht. Wenn du im Alten Testament dir unterschiedliche Begegnungen Gottes mit Menschen anschaust, dann wirst du immer wieder das feststellen, dass es die Leute fast ihr Leben kostet, die da Gott begegnen dürfen. Und wir sagen, hey, ja, ich will Gott begegnen. Hey, im Alten Testament hat es denen fast das Leben gekostet, weil sie es nicht aushalten konnten, weil Schuld und Heiligkeit nicht zusammenpasst. Gott ist heilig. Was heißt heilig? Heilig ist nicht so ein Standardwort. Heilig heißt ausgesondert. Er ist so anders, er ist so viel größer, er ist so viel gerechter, gut. Und ich bin es eben von Natur aus eben leider einfach nicht. Ja. Also, hier kommt es zusammen. Ich möchte dir das an einem anderen Beispiel zeigen. Als Mose gerufen wurde von Gott aus dem brennenden Dornbusch, da sagt Gott Folgendes. Mose, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Land. Was bedeutet das? Das Ding der Schuhe ausziehen war damals zu der Zeit ein Zeichen, dass du sagst, ich bin bankrott. Ich bin pleite. Das ist eine Bankrotterklärung. Wenn du zu jemandem gegangen bist, hast die Schuhe ausgezogen, beim Gespräch oder bei so Business-Sachen, dann hast du gesagt, ich bin bankrott, ich habe nichts, was irgendwie würdig ist, was ich geben kann und so weiter. Hey, da drin steckt es, als Gott sagt, zieh die Schuhe aus, weil, ja, es ist so. Ich bin heilig, ich bin ein heiliger Gott und du bist es nicht. Also, eine große Sache, eine ernstzunehmende Sache, und jetzt sehen wir hier, dieses Waschbecken ist für die Priester. Und jetzt denkst du dir, was hat das Waschbecken denn mit mir heute zu tun? Wir haben alle Waschbecken zu Hause. Ich möchte dir eine Sache zeigen, was gewisse Ausleger sagen. Und ich sehe da drin, in dem, was sie sagen, einen großen Wahrheitsaspekt. Aber auch hier, Theologie ist keine Wissenschaft. Es ist ein Ding, wo du sagst, wir können viele Sachen erklären, aber wir können nicht alles erklären. Und das ist auch gar nicht das Ziel, alles zu erklären. Und dann gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt dann Theologen, die sagen, hey, das könnte so. Es gibt welche, die sagen, das könnte so. Da gibt es Dinge, wo du sagst, das ist hundertprozentig so. Und da gibt es Dinge, wo du sagst, es hat einfach einen Ermessungsspielraum. Ich möchte es euch aber trotzdem sagen, wo Ausleger dieses Waschbecken in Verbindung bringen mit Jesus.
und den Brandopfertaten noch mit reinnehmen. Und zwar nehmen sie Bezug auf eine Stelle im Lukas-Evangelium. Das, was wir wissen, ganz wirklich wissen, ist, alle Symboliken zeigen auf Jesus hin. Von dem her ist dieser Gedanke durchaus ernst zu nehmen. Es gibt eine Stelle im Lukas-Evangelium, wo Jesus am Kreuz hängt und wo dann Leute sagen, hey, es ist kurz vor Sabbat, lass uns das hier noch schnell beenden, weil dann ist Sabbat, dann feiern wir Sabbat. Lass uns diesen Leuten am Kreuz noch die Beine brechen, dann sterben sie schneller. Heißt, dann ersticken sie schneller und wir kürzen das ab. Und die Jünger sagen, nein, Jesus ist schon tot. Und dann kommt dieser Soldat und nimmt diesen Speer und rammt den Jesus in die Seite. Und dann kannst du lesen an der Stelle, dass dann Blut und Wasser aus dieser Wunde rauskommt. Und was meinen die Ausleger? Sie meinen, Jesus ist das letzte Opferlamm. Brandopferaltar, immer wieder musste da durchgefeuert werden. Jesus ist das letzte Opferlamm. Er hat das letzte umfassende Opfer geleistet. Niemand von uns muss hingehen und sagen, ich muss mir ein Lamm kaufen, muss es opfern und um die Vergebung meiner Schuld bitten. Sondern Jesus hat das getan. Okay, da ist das Blut geflossen und an dieser Stelle ist das Wasser geflossen und das Wasser hat eine reinigende Wirkung, das schauen wir uns gleich noch an. Und so nehmen sie das zusammen und sagen, okay, hier haben wir einen Link zu Christus hin, das Wasser und das Blut. Und wir sehen hier eine Versinnbildlichung der Taufe und des Abendmahls. Okay? Also, das kann man durchaus so stehen lassen. Und das ist der Link hier zu Jesus. Wenn wir jetzt reinschauen, was ist denn mit diesem Wasser? Was bedeutet das Wasser? Eben Symboliken. Wir müssen immer hochlupfen und gucken, was heißt denn das? Dann sehen wir im Alten und im Neuen Testament, dass Wasser immer mit Leben zu tun hat. Die Bedeutung ist immer mit Leben zusammengesetzt. Und Jesus geht her im Johannesevangelium und bedient sich genau dieser Methodik und sagt, Ströme des lebendigen Wassers werden fließen von ihm. Genau. Okay, Wasser, wir stellen es nochmal ganz kurz zurück. Wir gucken uns jetzt nochmal dieses Becken an. Weil in diesem Becken stecken zwei ganz wichtige Sachen drin und die schauen wir an. Also, erstens, wir lesen, dass Bezalel das Becken aus Bronze und seinen bronzenen Untersatz anfertigte. Er fertigte beides aus den Bronzespiegeln der Frauen, die am Eingang des heiligen Zeltes ihren Dienst verrichteten. Hat er denen jetzt ihr Beauty Case geklaut oder so? Also, er hat ihnen diese Sachen genommen, hat sie eingeschmolzen und jetzt lesen wir weiter, zwei Kapitel später. Danach stellte er das Wasserbecken zwischen dem Zelt Gottes und dem Altar auf, erfüllte es mit Wasser, damit die Priester und Mose sich darin ihre Hände und Füße waschen konnten. Jedes Mal, wenn sie das Zelt Gottes betreten oder an den Altar treten wollten, reinigten sie sich dort, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. Also, sie setzen es genauso um, wie Gott es ihnen gesagt hat. Wasch deine Füße, wasch deine Hände, bevor du da reingehst. Es wird Bronze verwendet. Warum Bronze? Warum nimmt man nicht ein anderes Metall oder Blech oder Gold oder so, weil es ist ja irgendwas Heiliges. Bronze hat eine Eigenschaft, die ist ganz wichtig, und zwar Bronze reflektiert. Alle Spiegel zu der damaligen Zeit waren aus Bronze. Also die hatten nicht so Glasspiegel, wie wir das heute kennen, sondern die waren alle aus Bronze. Und wenn der Priester zu diesem Becken gegangen ist, dann ist Folgendes passiert. Er schaut rein und er wird gespiegelt. Er sieht sich selbst. Das Becken spiegelt den Priester wieder, die Schale spiegelt ihn wieder. Und dann hast du das Wasser, das sind die zwei Punkte, und das Wasser hat die reinigende Wirkung. Das sind die beiden entscheidenden Punkte bei diesem Waschbecken. Und da steckt eine krasse Parallele drin und die tüfteln wir jetzt mal zusammen aus. Der Priester schaut in die Schale, er sieht sich selbst, er wird gespiegelt. Dieser Spiegel ist ein zweifacher Spiegel, wenn wir den Transfer haben heute. Wer spiegelt mich heute?
wenn ich in die Bibel schaue und lese. Wer sieht mein Herz? Wer kennt meine Motivation? Wer kennt das, was tief in mir abgeht? Das ist nicht meine Frau, das sind nicht andere Menschen, sondern das ist der Heilige Geist. Kannst du nachlesen im Neuen Testament, er erforscht die Tiefen deines Herzens und er erforscht die Tiefen des Herzens des Vaters. Er ist der, der dich kennt. Der weiß, wie du es meinst. Kannst du nicht verstecken. Okay? Das ist der eine Spiegel. Und der andere Spiegel, das lesen wir auch in der Bibel, ist die Schrift, das Gesetz. Okay, also haben wir ein Problem im Gesetz. Weil das Gesetz, ich habe es euch mal mitgebracht, das ist Nomos und Tora. Im Griechischen Nomos, Hebräisch Tora. Das Gesetz, so wie wir es verstehen, ist einfach ein Regelwerk. Mach das, dann ist gut. Wenn du es nicht machst, kriegst du eine Strafe. So verstehen wir Gesetz. Aber hier stecken ein bisschen Probleme drin, weil Luther hat das übersetzt als Gesetz. Aber es bedeutet eigentlich eine Weisung. Es bedeutet eigentlich eine Anleitung. Es bedeutet eine Unterweisung, eine Lehre von Gott her und nicht Gesetz, wie wir das verstehen, wie Grundgesetz oder sowas. Okay? Das heißt, hier ist Gottes Wort gemeint. Das Gesetz im Alten Testament war natürlich auf die fünf Bücher Mose und so weiter beschränkt und so weiter. Und das ist weitergegangen. Da gibt es dann ein mündliches und ein schriftliches, die Tora, die Midrash und so weiter. Aber das heißt die Weisung Gottes für mein Leben. Und dieses Gesetz spiegelt dich. Es zeigt auch auf, was deine Motivationen in deinem Herzen sind. Es zeigt auch auf, was Performance in deinem Leben ist, was ehrlich ist. Es spiegelt, okay? Also das sind diese zwei Spiegel oder diese zwei Aspekte des Spiegels, die wir da haben. Der Heilige Geist und das Wort Gottes spiegeln mich, hat er es gesagt. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes, er erforscht es. Und er zeigt mir, wer ich bin. Also, was liest du in der Bibel? Wer bezeugt dir die Kindschaft Gottes? Das ist der Heilige Geist. Der sagt dir, dass du Kind Gottes bist. Nicht jemand anders. Also, er bezeugt dir diese Kindschaft Gottes. Und die Schrift aber und auch der Heilige Geist, die zeigen dir aber auch, wo du Dreck in deinem Leben hast. Wo es halt nicht gut ist. Wo du Bereiche in deinem Leben hast, die nicht unter der Herrschaft Gottes sind. Das zeigt er dir auch. Also, und dann kommt dieses Wasser und dieses Wasser, das macht rein. So, Christus, von dem Ströme des lebendigen Wassers fließen. Jetzt wird es interessant, weil Christus, es heißt im Römerbrief, Christus ist das Ziel des Gesetzes. Christus hat das Gesetz erfüllt. Christus hat den Spiegel erfüllt. Christus hat das Gesetz, was dich anklagt, wenn du mit Gott nicht unterwegs bist, klagt dich das Gesetz an. Es sagt dir ganz klar, du musst sterben. Ja? Das und das und das funktioniert in deinem Leben nicht. Konsequenz, tut mir leid, Tod. Und dann heißt es, Christus hat dieses Gesetz erfüllt. Heißt, diese Anklage steht nicht mehr. Der Buchstabe klagt dich nicht mehr an. Und jetzt könnte man wie, also ja, jetzt, oder jetzt merkst du, hey, das Spiegeln des Gesetzes ist keine Verurteilung mehr. Der Buchstabe hätte dich verurteilt, wenn du Jesus nicht hast. Wenn Jesus dein Herr und dein Chef ist und dein Erlöser ist, dann ist dieser Buchstabe nicht mehr verurteilend. Und das heißt, wenn dich dieses Becken spiegelt, geht es auf einmal nicht mehr um Verurteilung, sondern es geht um Offenbarung. Es geht um Erkenntnis. Und es geht darum, dass du reingewaschen wirst von dem und dass du bei Christus Dinge abgeben darfst. Ich habe gesagt, Jesus war das letzte Opferlamm. Hey, heute dürfen wir hergehen und egal an welchem Ort du stehst und wo du bist, darfst du sagen, hey Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass dein Heiliger Geist hier im Raum ist und dass du Dinge aufzeigst, und du bist im Gebet, du bist in der Begegnung Gottes. Ja, du musst nicht zu einem Tempel gehen, du musst nicht zu einer Stiftshütte gehen, du musst kein Vieh opfern, du musst dich hier nicht Hände waschen und sowas.
sondern wir dürfen begegnen. Okay, wir kommen nochmal zu diesem Spiegel zurück. Wir hüpfen jetzt immer ein bisschen hin und her, Wasser und Spiegel. In 2. Korinther heißt es, der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also er spiegelt uns, will Dinge in uns verändern, dass auch wir anfangen zu spiegeln, okay? Und dass wir den Schöpfer widerspiegeln. Das ist das Ziel, was Gott für uns hat. Ich habe eine Frage an dich. Wer von euch hat heute Morgen in den Spiegel geschaut, bevor er aus dem Haus ist? Es ist ganz normal, dass wir das tun. Und ich sage es euch, also wir haben was in uns drin, was sich spiegeln lassen will. Wir wollen das sehen. Und niemand, du lässt niemanden oder wenige Leute so nah an dich ran wie dein eigenes Spiegelbild. Wenn du vorm Spiegel stehst und dir irgendwelche Sachen rausziehst. Verstehst du? Also da ist irgendwie in uns was drin. Wir wollen gespiegelt werden, damit ich mich sicher fühle. Das hat was mit Sicherheit zu tun. Das Wort Gottes spiegelt dich in unterschiedliche Weisen. Ich möchte eine aufzeigen. Da heißt es, und der Spiegel bewirkt etwas in dir. Also es entsteht eine Resonanz in dir. Der Psalmist, der hat das verstanden und deswegen schreibt er Folgendes. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dass der da zu dieser Aussage kommt, da ist was passiert. Da ist eine Resonanz in ihm entstanden. Da wurde gespiegelt und da ist was entstanden. Und das ist eigentlich eine total gute Identität, was er da schreibt. Ich bin wunderbar geschaffen. Ja, und Gott, deine Werke sind wunderbar und ich bin es auch. Da geht innerlich sofort die Lampe an und sagst du, hey, nicht so stolz, mein Freund, oder? Aber das ist das, was der Spiegel Gottes mir sagt. Wir haben viele Spiegel in unserem Leben und ich habe ein Video mitgebracht und das gucken wir uns jetzt an und da siehst du einen anderen Spiegel. Der sagt dir auch was. Oh man, was haben die alle für ein nices Leben? Dummes New York. Schon eine epische Aussicht. Heftiger View. Feuerwasserfilm hängt wieder auf irgendeinem Berg in Schottland ab. Oh, Junge, hat Monty wieder nice Sneaker am Start. Die würden mir bestimmt stehen. Oh, ich brauch Money, ey. Ach, mein Leben ist auch fett. Oh yeah. Mann, sehe ich gut aus. Welche Pose nehme ich denn? Ja, die ist gut. Business Gala. Und senden. Nice. Jetzt erstmal Netflixen. Okay, das ist auch ein Spiegel. Für die, die das vielleicht nicht in Social Media unterwegs sind, das nennt sich Instagram. Und da posten die Leute ihre Erfolgsmeldungen. Hey, ich bin gerade auf dem Berg, ich bin da und das ist alles cool. Und jetzt sitzt dieser junge Kerl da und liest es und sieht sein Leben und denkt sich so, okay. Und dann macht er auch halt mal ein fettes Foto vom Balkon und verpasst dem Ding irgendwie so einen Titel, dass die anderen denken, oh krass, ey, der ist wahrscheinlich erfolgreich und heute hat er eine Business-Gala und wow. Danach geht er halt wieder Netflix gucken. Das ist ein Spiegel. Und das Problem bei diesem Spiegel ist, dass wir eine Realitätsverzerrung haben. Und die Konsequenzen dieses Spiegels, die Resonanz darauf, ist keine gute. Sondern die Resonanz darauf ist meist negativ. Minderwert, Neid, Eifersucht, Stolz, das ist alles destruktiv. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie trügerisch diese Spiegel sind und wie du, ich sag's dir ganz klar, wie du verarscht wirst heute. Wir gucken es zusammen, ich habe dir ein Bild mitgebracht. Dieser Typ macht ein cooles Foto, oder?
Der ist im Flugzeug und er fliegt, aber was er letztendlich macht, ist, er hat einen Klodeckel in der Hand und hat einfach auf seinem Laptop ein Foto auf. Verstehst du, aus der anderen Perspektive sieht das mega krass aus und wir denken alle, wenn wir das sehen, oh Mann, ich würde eigentlich auch gerne mal wieder wegfliegen, so. Ist mega schön. Ja. Okay, ich habe noch eins dabei und da siehst du, da haben es Leute einfach nicht hinbekommen. Ja? Der Junge, der kleine Gangster, der sich irgendwie ein Sixpack rein photogeshoppt hat. Man sieht es eben halt einfach. Oder diese Frau, die im Auto sitzt und dann so, oh, immer dieser Verkehr. Aber du siehst in ihrer Sonnenbrille, im Spiegeln, dass einfach weit und breit kein Auto auf der Straße ist. Du wirst verarscht. Die Resonanz darauf ist destruktiv. Ich würde auch gerne mal wieder fliegen. Warum kann der fliegen und ich kann nicht? Verstehst du? Also, es schießt völlig an dem vorbei, was Gott sich gedacht hat, wer du bist und wie du bist. Ja? Ich lese euch nochmal vor, Psalm. Ja? Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Das ist der Spiegel, den Gott dir vorhält. Das ist das, was er von dir denkt. Er hat den Menschen geschaffen und er sagt, es war sehr gut. Er hat dich geschaffen und er sagt, es war sehr gut. Ich habe es letzte Mal schon gesagt. Dieser Planet braucht dich nicht. Dieser Planet braucht mich auch nicht. Dem wird es wahrscheinlich besser gehen, weil dann ein Auto, was Abgase rauspustet, weniger rumfahren würde. Aber Gott geht her und sagt so, ich will dich aber. Ich habe dich geschaffen, ich will dich. Und ich gebe dir das Leben, okay? Wir halten uns heute immer wieder Spiegel vor, die uns immer wieder sagen, oh, das ist Makel, das ist blöd an mir. In Deutschland gibt es eine Statistik, dass jeder fünfte Mann, musst du mal überlegen, bereit wäre, wenn es sich leisten könnte, eine Schönheits-OP zu machen. Also jeder fünfte Kerl würde irgendetwas an seinem Aussehen verändern, wenn er es bezahlen könnte. Ist doch komisch, was wir für ein Problem mit uns selbst haben. Das ist auch ein Spiegel, der zeigt, wie unzufrieden wir sind mit uns selbst. Und ich wünsche mir, dass wir da hinkommen und sagen, hey, welcher Spiegel zählt? Es zählt der Spiegel, Heiliger Geist und die Schrift. Und da steht das Ding drin. Da steht drin, wer ich bin. Da steht drin, wie Gott mich sieht. Das ist entscheidend. Nicht der Klodeckelmann, der sagt, hey, ich gehe fliegen. Okay? Ich will Werbung machen heute Morgen dafür, dass wir immer wieder in diesen Spiegel schauen und die Wahrheit finden. Okay, das war der positive Teil. Jetzt kommt der negative Teil. Weil dieser Spiegel zeigt auch was anderes auf. Okay? Und ich möchte jetzt reinnehmen in einen Textabschnitt, weil dieser Spiegel konfrontiert dich. Da heißt es in Galater 5, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das haben wir gecheckt. Jesus ist das Ziel des Gesetzes und so weiter. Der Buchstabe hat keine Kraft mehr. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Okay. Und jetzt habe ich geguckt, in welche Übersetzung ich nehme. Es ist egal, es wird jetzt einfach heftig. Okay? Also, jetzt schreibt er die Auswirkungen. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst. Ja, nee, Götzendienst glaube ich nicht. Okkulte Praktiken, nö. Feindseligkeiten, ja, die anderen sind halt dran schuld. Ja. Streit, schuld sind auch die anderen. Eifersucht, Wutausbrüche. Okay, vielleicht raste ich dreimal im Jahr aus, ich würde das Vulkan nennen, manchmal macht's bumm so, nee. Rechthaberei, ich bin Deutscher. Zerwürfnisse, Spaltung, nee, jetzt könnte ich es auch sagen, nee, wir sind in der Schweiz, da gibt es keine Spaltung. Neid, manchmal Trunkenheit, weiß nicht, Fressgier. Und noch viele andere, die genauso verwerflich sind. Das ist mal ein Spiegel, oder? Jetzt könnten wir mal eine Abstimmung machen und könnten mal sagen, wo ist deine Achillesferse? Sehne, ich sage mal Ferse, Sehne, wo ist deine Achillessehne? Wo haut es bei dir ein bisschen raus? Und weißt du was, egal welcher Bereich es ist, du merkst, wir sitzen im gleichen Boot. Wir sitzen im gleichen Boot. Wir müssen jeden Tag an dieses Waschbecken gehen, uns spiegeln lassen und uns waschen.
und uns reinmachen lassen von solchen Dingen. Im Hebräerbrief wirst du, da heißt es, ermutigt euch gegenseitig, dass ihr das tut. Seid zusammen unterwegs, ermutigt euch, dass ihr euch reflektieren lasst, dass ihr euch waschen lasst und reinwaschen lasst. Jetzt kommt für mich der Punkt, der hat mich beim Predigtschreiben ein bisschen aus den Latschen gerissen, so, weil das fand ich abgefahren, nehme ich dich mit rein. Ich habe mich gefragt, wo kommt denn dieses Wasser her? Die sind mitten in der Wüste. Die haben kein Wasserfass mitgenommen und dann immer mal, ne? Wo kommt das Wasser her? Okay, wir wissen, dass Mose mal auf den Fels geschlagen hat und dass da Wasser rauskommt. Das wissen wir, können wir nachlesen. Und vielleicht sitzt du auch gerade da und sagst so, weißt du, ist auch eigentlich egal, wo das Wasser herkommt. Und ich sagte, nee, es ist nicht egal. Es ist wichtig und wir bekommen sogar einen Hinweis aus der Bibel. Nämlich im 1. Korinther 10 lesen wir Folgendes. Sie alle aßen dasselbe Brot vom Himmel. Manna, ja. Sie tranken dasselbe Wasser aus einem Felsen. Stimmt, Mose hat da mal so. Dieser Felsen hatte eine besondere Bedeutung. Er kam mit ihnen und durch ihn war Christus selbst bei ihnen. Habe ich schon mal gesehen, wie ein Felsen mitgelaufen ist bei einem Volk? Ich auch nicht. Also ich mir gedacht, das ist komisch, wie ist das zu verstehen? Also unterschiedliche Übersetzungen angeschaut und so weiter. Den einzigen Unterschied, den es gibt, ist, dass eine Übersetzung von dem geistlichen Felsen redet. Also muss ich mir jetzt wirklich vorstellen, dass da ein Felsen mitmarschiert ist, oder was? Ich habe mal weitergeguckt und habe gesehen, es gibt viele, also jüdischen Schriften, auch jüdische Traditionen, die ganz stark auf diese Geschichten im Exodus zurückgehen. Und da hast du Folgendes gelesen und da habe ich gedacht, okay, gut. Also, hier geht es um Auslegungen zum Talmud, Auslegungen zum Midrasch und so. Und die schreiben darüber, dass da ein Felsen war, aus dem jede Menge Wasser gekommen ist und der immer da war. Die schreiben sogar, dass die Stämme, die einzelnen Stämme, Gräben gezogen haben von diesem Felsen zu ihrem Lagerplatz und da Wasser hatten. Also, es ist nicht so ein tröpfelnder Wasserhahn, sondern das ist. Da war einiges an Wasser da, glaube ich. Die schreiben auch, dass alles, was dann irgendwie an Wasser übrig war, sich zu einem Fluss zusammengetan hat und Richtung Meer abgeflossen ist. Frag mich nicht, wie das ausgesehen hat. Ich weiß nicht, ob da so ein Randen immer mitgelaufen ist und dann kommt das Wasser daraus. Ich weiß es nicht. Aber das, was wir wissen, ist, wir wissen, wer dieser Fels ist. Und da steht er. Christus. Abgefahren, oder? In dieser Situation, in der Wüste, ist Jesus da und versorgt mit Wasser. Das heißt, das Wasser, was in diesem Waschbecken ist, kommt von Jesus. Erinnern nochmal, Johannes, es werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Verstehst du, die Schrift legt sich immer selbst aus bei solchen Punkten. Das ist der Link. Das Wasser kommt von Jesus und das bedeutet, der Fels geht mit, heißt für dich, egal wo du bist, egal in welcher Situation du bist, Jesus ist da, er geht mit. Und wenn diese Person, wenn der Priester sich gespiegelt hat und dann gesehen hat, okay, da bin ich habe vielleicht Schuld, ich muss reingewaschen werden und so weiter, dann ist er durch wen da schon durch Jesus reingewaschen worden, weil das Wasser von Jesus kam. Krass, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat das ziemlich geflasht beim Predigen schreiben. Und Jesus sagt, ich bin da, ich gehe mit. Das sagt er Matthäus 28 auch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Egal wo du bist. Die Stiftshütte ist ein Bild, wo Gott mich einlädt, mit meinem Leben reinzukommen. In seine Gegenwart, in seine Nähe. Und wo Gott mich einlädt, dass ich mich von ihm spiegeln lasse. Und nochmal, es geht nicht ums Verurteilen. Es geht darum, dass Gott dich spiegelt und sagt, ich möchte Dinge, wo destruktive Sachen in deinem Leben sind, wo Zerstörerisches in deinem Leben ist, die möchte ich verändern. Ich möchte dich reinwaschen. Ich möchte dahin kommen, dass du mir vertraust, dass mein Kind und sagst so, ja, ich brauche dich und wasch du mich rein und veränder du mich.
Der Geist ist der, der dir Dinge offenbart, wo er dich reinigen und waschen will. Und das andere, was er tut, ist, er zeigt dir die wahre Identität, wie Gott dich sieht. Ich möchte dich einladen jetzt, dass da, wo du sitzt, mach deine Augen zu. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt innerlich zu diesem Waschbecken gehen. Und dass wir es uns vorstellen, du gehst dahin und du schaust über diesen Rand und du siehst dein Spiegelbild. Und du lässt dich spiegeln. Was siehst du? Was erlebst du da drin? Vater, ich danke dir, dass du es so gut mit uns meinst. Ich danke dir, dass du uns reflektieren möchtest, dass du uns Erkenntnis schenken möchtest über uns. Und nicht, um uns zu zeigen, wie schlecht wir sind, sondern um uns reinzuwaschen, um uns auf ein neues Level zu bringen, um uns dir näher zu bringen. Jesus, du siehst jeden Einzelnen jetzt hier in diesem Raum oder im Livestream. Du siehst, was die Erkenntnis ist. Du siehst, was das Bild ist, was man sieht, wenn man in dieses Waschbecken reinschaut. Und Heiliger Geist, ich spreche dir die Freiheit zu, dass du jetzt wirkst. Dass du Erkenntnis schenkst, dass du reinwäschst, dass du Destruktives nimmst, dass du Schuld vergibst jetzt auch. Jesus, ich bete, dass das jetzt heilige Momente sind. Und ich spreche auch aus dem Namen Jesu auch, dass wenn du hergehst und sagst, ja, ich bekenne das, ich habe es gesehen, das hat mich gespiegelt und ich brauche da das reingemacht werden von Gott und du darum bittest, dann ist das, was das Neue Testament uns sagt, dieses, dass wenn Leute aufrichtig bitten und das tun, dass sie auch frei werden und gereinigt werden vom Bösen. Du darfst dich dem Thron Gottes nähern, ohne dass da irgendeine Anklage da ist. Sondern der Fakt ist, dass Gott besser über dich denkt, als du über dich selbst wahrscheinlich. Er hat am Kreuz alles klar gemacht und deswegen ist dieser Weg frei. Und ich lade dich ein, dass du deine Entscheidungen triffst. Ich lade dich ein, dass du dich tagtäglich spiegeln lässt vom Heiligen Geist, von Gottes Wort und dass du das in Angriff nimmst und Anspruch auch nimmst, dass er dich reinigt. Wir singen jetzt zusammen ein Lied, das heißt, mutig komme ich vor dem Thron. Und das meint genau das. Auf Grundlage dessen darfst du mutig vor den Thron Gottes kommen. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und dir geholfen, in deiner Beziehung zu Gott zu wachsen oder vielleicht sogar erste Schritte zu tun. Wenn dir das so geht, dann freuen wir uns, wenn du mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du unseren Podcast likest, den Daumen nach oben drauf drücken oder einfach den Link weiterleitest. So werden mehr Menschen mit dieser Botschaft von Jesus, mit dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch gern durch eine Spende mithelfen, dass wir diesen Podcast weiterhin im Internet kostenlos und maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht.